Mal ganz ehrlich, Leute. Wie viele von euch haben sich bereits vor den Artikel 13 und Fridays for Future Debatten mit der Politik unseres Landes beschäftigt? Ohne mich dabei zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich denke mal, dass es nicht ganz so viele sein werden. Also im Grunde hatten die letzten Monate im politischen Sinne auch einen gewissen Vorteil. Der da wäre, dass sich junge Leute mehr mit Politik auseinandersetzen und die Augen für dieses überaus wichtige Thema öffnen. Wodurch einigen auch gravierende Gemeinsamkeiten zwischen unserer aktuellen politischen Lage und der innerhalb der Harry Potter Geschichte festgestellt haben. So schrieb zum Beispiel die Twitter-Userin b-au68 folgendes: Als ich mir gewünscht habe, dass die reale Welt so sein soll wie die von Harry Potter, dachte ich dabei an Magie und den ganzen Hogwarts-Brief erhalten Stuff. Nicht an Teil 5, wo die Regierung versagt und sich Teenager um die Rettung der Welt kümmern müssen. Jetzt werden sich vielleicht manche auch fragen: Hey, Moment mal, Daniel, ist das hier ein Harry Potter oder ein Politikkanal? Und die Antwort darauf lautet natürlich: ein Harry Potter-Kanal. Aber beides schließt sich nicht gegenseitig aus. Der Grund genug für mich, mal ein ausführliches Skriptvideo über die Politik der Wizarding World zu verfassen. Die Prime Minister stellt hierbei den Chef der aktuellen Regierung dar und ist somit auch die im politischen Sinne mächtigste Person der nationalen magischen Bevölkerung. Ihre Macht umfasst vor allem die personelle Besetzung, inhaltliche Arbeit sowie die grundsätzliche Struktur des Ministeriums, was es ihnen auch erlaubt, Eingriffe in die Gesetzesgestaltung und die Rechtsprechung zu nehmen. Vor der Gründung des Zaubereiministeriums im Jahre 1707 gab es nur einen sogenannten Magischen Rat. Dieser bestand aus einer unbekannten Anzahl von Zauberern und Hexen und dessen Vorsitzenden, die vom 14. bis 15. Jahrhundert kleine bis mittlere Gesetzesgebungen einbrachten und so zum Beispiel dafür sorgten, dass der bedrohte Schnatzervogel unter Artenschutz gestellt wird. Oder auch die Geheimhaltungsmaßnahmen gegenüber Drachen, die dazu führten, dass Drachen für Muggel heutzutage nur nicht wirklich existierende Sagenwesen sind. Außerdem war der Magische Rat auch für die bis heute gültige, aber sehr umstrittene hierarchische Einteilung magischer Wesen verantwortlich, welche wiederum Ausgangspunkt für eine internationale Debatte rund um die Geheimhaltungsmaßnahmen gegenüber Muggeln war. Doch die politische Handlungsmacht war für den Magischen Rat bei einer solch umfassenden Debatte nicht ausreichend. Und so entwickelte sich aus dem Magischen Rat im Jahre 1707 das uns bekannte Zaubereiministerium. Der erste Zaubereiminister, der jemals an die Macht kam, war der vor 1690 geborene, ehemalige Vorsitzende des Zaubergamots Oleg Gump. Er regierte von 1707 bis 1718 und war maßgeblich dafür zuständig, die magische Bevölkerung mit den neuen Geheimhaltungsabkommen vertraut zu machen. Was gerade in den konservativen Schichten der magischen Bevölkerung eine immense Aufgabe darstellte. Darüber hinaus deklarierte er die Flüche Cruciatus, Imperius und Avada Kedavra als unverzeihlich und setzte deren Nutzung unter die höchstmögliche Strafe, die Großbritannien zu bieten hatte. Ab 1717 war dieses Verbrechen Anlass für eine lebenslange Gefangenschaft in Azkaban. Wie auch in unserer politischen Landschaft gab es auch innerhalb der magischen Welt schon sehr früh einen immensen Rechtsdruck, ausgelöst durch den Unmut, welcher das internationale Geheimhaltungsabkommen bei Konservativen und zum Teil schwarzen Magiern hervorrief. Die dadurch entstehende Front an politischen Gegnern sorgte dafür, dass Oleg Gump im Jahre 1718 vom rechtspopulistischen Damocles Roll abgelöst wurde, der schon vorher durch seinen rücksichtslosen Umgang mit der nichtmagischen Bevölkerung aufgefallen ist. Er nutzte die Verdrossenheit und den Groll der magischen Bevölkerung über das Geheimhaltungsabkommen aus, um die Zustimmung für seine Kandidatur zu erreichen, was letztlich auch Früchte trug. Doch Damocles Roll ist auch ein gutes Beispiel für einen Zaubereiminister, der zum Rücktritt gezwungen wurde, nachdem es zu weiteren Übergriffen gegen Muggel kam. Die Rücktrittsforderungen entsprangen hierbei der Internationalen Vereinigung von Zauberern, die aufgrund ihrer internationalen Rechtsprechung auch dem Zaubereiminister übergeordnet sind. Im Genauen handelt es sich bei der Internationalen Vereinigung um magische Vertreter verschiedener Länder und ist vergleichbar mit der UN, also den United Nations unserer Muggelwelt. Die Vertreter jeden Landes werden vom amtierenden Zaubereiminister unter Vorbehalt der magischen Bevölkerung ernannt und sind dann dafür zuständig, internationale Gesetze und Regeln festzulegen, die für jede magische Bevölkerung gilt. Beispielsweise das Geheimhaltungsabkommen, welches seit 1692 weltweit festgelegt wurde.
Im ersten Teil von Fantastic Beasts sahen wir erstmals diese internationale Vereinigung, während sie über Gellert Grindelwalds Überführung debattierten. Doch kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Zaubereiminister. Dieser wird in erster Linie demokratisch gewählt. Wobei Demokratie nicht, wie manche vielleicht meinen könnten, eine klar definierte Staatsform darstellt, sondern grob in drei Systeme unterteilt wird. Dazu gehört die direkte Demokratie, die Präsidialdemokratie und die parlamentarische Demokratie. Welche Form davon in der magischen Welt vorliegt, ist zwar nicht schwarz auf weiß bekannt, aber schaut man sich die vorhandenen Informationen an, kommt die Präsidialdemokratie doch noch am nächsten ans magische Äquivalent heran. Dafür würde sprechen, dass der Zaubereiminister, ähnlich wie der amerikanische Präsident, vom Volk gewählt wird. Danach ist dieser dazu berechtigt, eine Regierung zu ernennen, wobei sich die Regierung im Zaubereiministerium vor allem auf die Vorsitzenden der einzelnen Abteilungen bezieht. Anders als bei der direkten Demokratie oder der parlamentarischen Demokratie hat nicht das Volk oder die Opposition eine starke Stellung im politischen Diskurs. Und so war es für reiche Zauberer und Hexen möglich, mithilfe von Geldspenden oder anderen Bestechungsmethoden die oberste Instanz, also den Zaubereiminister, zu bestechen. Was wiederum einen gewaltigen Eingriff in den politischen Diskurs zur Folge hatte. Während in den USA alle 4 Jahre ein neuer Präsident gewählt wird und der bis dato amtierende Präsident auch nur maximal einmal erneut gewählt werden kann, muss der Zaubereiminister nur alle 7 Jahre Neuwahlen ansetzen. Jedoch ist seine Amtslaufzeit unbegrenzt, solange er natürlich die erforderliche Mehrheit erreicht. So schaffte es der damalige Zaubereiminister Ferris Bowen, die längste Amtszeit der Geschichte zu erreichen. Denn der Gute war stolze 38 Jahre lang Zaubereiminister. Und zwar von 1865 bis 1903. Gegen Ende seiner Amtszeit war er auch schon bereits 109 Jahre alt. Während seiner Amtszeit überlebte Ferris auch einen Mordversuch durch einen Zentaur, der seinen berüchtigten Witz »Kommen ein Zentaur, ein Geist und ein Zwerg in eine Bar« nicht sehr komisch fand und ihn einen kräftigen Tritt verpasste. Zu seinen berühmtesten Taten gehört auch der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger im Jahre 1875. Und wenn wir schon den Minister mit der längsten Amtszeit nennen, dann doch bitte auch den mit der kürzesten Amtszeit. Titelträger wäre hier der ehemalige Zaubereiminister Basil Flagg, der gerade mal 2 Monate im Amt war. Er entschloss sich, sein Amt niederzulegen, nachdem sich die Kobolde mit den Werwölfen verbündet hatten und Teil derselben Rebellion waren, die auch schon den Rücktritt von Basil Flaggs Vorgänger Albert Boot auslöste. Natürlich könnte ich jetzt auf jeden einzelnen der 35 verschiedenen Zaubereiminister eingehen, aber ich glaube, das ist eher Material für ein weiteres Video dieser Art. Wenn ihr das also interessant findet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Links und rechts findet ihr noch weitere coole Videos von mir und in diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und ciao Leute!